Drei Steine. Multimedia Graphic Novel Lesung. Die Comicbilder erscheinen auf der Leinwand. Ich, der Autor und Zeichner Nils Oskamp, erzähle die Geschichte aus meiner Jugend. 1983, nach dem Geschichtsunterricht, leugnet der Mitschüler Andreas den Holocaust und erzählt Judenwitze. Ich habe ihm ordentlich meine Meinung gesagt. Doch Andreas war schon zu verstrickt in die Dortmunder Neonazi-Szene und dann hetzte er noch die Schläger auf mich. Action Reading. Die Lesung Drei Steine ist modernisiert. Nach über 360 Lesungen in ganz Deutschland lebt und bebt die Story. Mit Animation und Sounddesign wird die Lesung filmisch unterstrichen. Dank eigener Technik mit Beamer, Funkheadset und Audioanlage kommt das neue Zuschauererlebnis. Geeignet von 8. Klasse, Oberstufe, über Berufsschule bis Universität. Länge ungefähr 90 Minuten. Die barrierefreie Lesung. Neu, aber schon erprobt, ist die barrierefreie Lesung. Kürzer und mit weniger Hintergrundinformationen. Die Story und die Interaktion mit den TeilnehmerInnen steht im Vordergrund. Für 7. Klassen und Förderklassen. Die barrierefreie Lesung wird auf das Aufmerksamkeitsniveau angepasst. Länge ungefähr 60 Minuten. Die Lesung Drei Steine klärt über die Gefahren von rechter Gewalt und Antisemitismus auf. Sie wird in der Aula oder im Klassenzimmer vorgetragen. Lehrplanunabhängig wird auch der Holocaust thematisiert. Hilfestellungen für Betroffene rassistischer Diskriminierung werden vermittelt. Ein authentisches bildungspolitisches Entertainment für Demokratie und gegen Hass. Über die Lesung wurde oft im Fernsehen oder in der Presse berichtet. Mehr dazu unter dreisteine.com/lesung. Jetzt ein kleiner Auszug aus der Lesung in der Stadtbibliothek Bautzen, August 2023, im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Es war in der Schule leider auch nicht verboten, Herr Lindner zu rufen. Wir hatten dann Geschichtsunterricht beim stellvertretenden Geschichtslehrer und er referierte über die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Und dann zeigte er im DIA-Vortrag das Einfahrtsgebäude von Auschwitz-Birkenau und sagte, während des Holocaust wurden über 5 Millionen Juden in Lagern wie Auschwitz vernichtet. Die meisten Opfer starben in den Gaskammern. Diesen geplanten Völkermord. Stunde war zu Ende. Der Lehrer sagte noch beim Hinausgehen, Aufgabe zur nächsten Geschichtsstunde, eine schriftliche Zusammenfassung. Ja, und dann stand Andreas auf. Andreas war erst neu bei uns in der Klasse, erst seit 2 Wochen. Das Einzige, was ich von ihm wusste, dass er reihenweise von anderen Schulen runtergeflogen ist und dass sein Vater Polizist war. Er sagte dann, die Geschichte stimmt so nicht mit Auschwitz und den Gaskammern. Das hat nie existiert. Das ist eine reine Propagandalüge der Besatzungsmächte, um deren eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen. Ich habe beide Bücher gelesen, Karl Marx, das Kapital und Hitler, mein Kampf. Das einzig wahre Buch ist mein Kampf. Ich so, ey, seit 2 Wochen ist hier fast so ein Quatsch. Wer meinen Kampf kennt, der weiß, dass Hitler nie so etwas wie Auschwitz gemacht hätte. Und Dirk Wesler, unser Klassenschläger, brauchte nur 2 Wochen, um sich den Nazis anzuschließen. Deutschland erwache, rief er mit ausgestreckten Armen. Jetzt reicht's. Er hat die Kappe schiefer, Massenmörder verehrt, die Bücher hochgekloppt. Und Karl Marx gelesen mit 13 Jahren, wie sie das denn gemacht haben, ey? Du bist doch schon beim Telefonbuch gescheitert. Nicht mal bis zum Buchstaben C bist du gekommen, Analphabet. Die anderen lachten ihn aus. Er nur so, Vaterlandsverräter. Und wie sein großes Vorbild Adolf Hitler machte er sich nie selber die Finger schmutzig. Er hat die Ehre Deutschlands geschmutzt. Sei ein Held, lass sie dir verbüßen, hetzte er Dirk auf mich. Dirk kam auf mich zugestolpert und er sagte dann, bleib stehen, du feige Sau.